Es ist zum Haare raufen, was wir hier schon hinter uns haben. Und wir müssen jetzt ins Casino de Monte Carlo mit Monaco, in Monaco, mit Fred Vorlaut und Herr Knasti. Hallihallo, ihr Nasen. Du Nase. The big window of our suite at the Hotel de Paris. Wieso labert der Typ so viel, ey? Looked out over the water. Ist eine Story. If you put a boat in the water and went straight, you'd end up in Algeria. But there was a little window in the bathroom that peeked out over the side entrance to the casino. The casino. Maybe it was the champagne, but it sure seemed like everyone excused themselves to pee a lot that night. No one was thinking about the promise of the of freedom that lay across the water. And so wordlessly we filed into the elevator and walked across the street to pull all our chips on blank. Fred, mach du mal, du hast noch nichts so viel gehört. The mother of all hastes is but a moment away. Enter the casino. Ready? Wieso können die nicht einfach mal Freiheit und so? Müssen die immer Scheiße bauen? Ich denke. Das ist doch, die bauen doch keine Scheiße. Doch, doch. Doch, doch. Was ist denn das hier? Blitz? Hä? Das ist ein EMP. Damit Achso, kannst du halt ja. Kameras und so ausschalten. Ich erinnere mich. Tschu-tschu. Ist ja niemand. Hier oben rechts ist jemand. Ja. Come on. Ach, der ist ja aber. Oh. Wo müssen wir hin? Weiß das schon jemand? Hat das schon jemand herausgefunden? Ich habe noch nichts gesehen. Aber wir müssen zwei Trophäen nur suchen und finden. Lieber la. Oh oh. Fred. Ja, gar kein Problem. Man kann sich ja auch durchschleichen. Das stimmt. Da ist was, aber da gibt's Rabal. Hier ist übrigens eine Pflanze, falls du Probleme hast. Okay. Zack. Hier ist übrigens auch jemand auf Toilette, das finde ich ganz. Hier geht's in den Underground unten links. Ja. Deckenfloor ist hier. Ah! Na! Ah. Ich hing fest an der Absperrung. Was, sie kommt? Ja, ich komme. Golden, bei dir war aber auch keine Trophäe, oder? Nee. Da ist ja perfekt. Erstmal ja, pinkeln. Wir müssen auf jeden Fall in den. Der Mole ist der Beste. Ich kann komm leider anders, wäre ich da, ne? Sonst wäre ich wieder erschossen worden. Das wollen wir nicht. Die einzig mögliche Todesursache ist auch irgendwie, dass ein Stein auf deinen Kopf fällt oder ein Dach. Weil ich alle Wände weggebaut habe. Oh, hier kann ich wieder nur pinkeln. Ah, das funktioniert hier leider nur von unten. Hey, das ist die Frauentoilette. Echt, Basti, reiß dich mal zusammen. So, erstmal schön auf die Brille, so. Oh, da ist ja jemand. Ja, das interessiert ihn anscheinend irgendwie nicht. Ja, kann ich hier durch? Oh, hast du den jetzt geknutscht, ja? Ja, klar. Ich knutsche alle Männer mit großen Gewehren. Oh yeah. Oh, ich werde erschossen. Ja. Wieso kann ich hier nicht? Ach, wir kümmern uns nicht durch, ey. Vorsicht, da ist gerade noch jemand auf dem Weg. Ich bin im Busch. Immer noch keine Trophäe. Da. Schnell bist du. Oh. Bei mir sind immer noch zwei Werte, das nervt ein bisschen. Oh, das ist eine Schrotflinte. Ah. Ich muss den jetzt irgendwie loswerden, weil solange der mir folgt, kann ich keine weiteren Leute bezirzen. Weil die dann merken, dass ich in Wirklichkeit eine Schlampe bin. Ha! Oh! Ist alles gut bei euch oder eher nicht so? Ich bin tot! Das ist ungünstig. Erstmal alle Münzen einsammeln, ne? Ich renn gerade mal wieder in den Busch für den Fall der Fälle. Verdammte Axt!
Da ist er auch schon eingetreten. Der Fall der Fälle. Da singt jemand. Das ist hier so ein Opernhaus. Und ich höre die singen. Das ist ja ein Casino, oder? Ja, aber hier oben ist so ein Opernabteil. Ja, richtig. Und die stört das auch gar nicht, Vorsicht, dass da eine Leiche in der ersten Reihe sitzt. Es ist schwierig, mich da rauszuholen. Wer sich da nur so reinmanövriert hat, keine Ahnung, wer das war. Rechts ist er. Oh! Warum höre ich denn bei mir nur so ein Herzschlaggedöns? Weil ich hier noch tot bin, glaube ich. Okay. Ich versuch's mal unten rum. Ja, das ist immer gut. Okay, ja, ich glaube, ich schaff's jetzt. Ja, mach's einfach. Die anderen, die. Der eine, der da steht, der hat sowieso nur. Der hat jetzt sowieso erstmal nichts. Sehr gut. Sauber. Hier unten sind Verkleidungsgedöns und so. Oh, hier liegt auch Geld. Boah, wie schnell die Verkleidung aufgebraucht ist zum Kotzen. Ja, wenn da ganz viele Leute gucken. VIP-Poker! Komm mal gleich. Bin fast da. Perfekt. So. Sehr gut, das ist. Wir haben sogar recht viele Münzen eingesammelt, so insgesamt, glaube ich. Da ganz links ist eine Trophäe. Nach 300 Leuten. Da pinkelt einer. Vorsicht und vorsichtig. Oh, eine Wache oben. Und noch wer? Nicht hier durch. Oh. Wäre ganz geil, wenn die Wachen, die man so bezirzt hat, dann auch für einen selber kämpfen. Ist nicht der Fall, glaube ich. Oh, die kommen. Bau nach oben. Die kommen. Nee, die stehen da rum. Oh, ich hab so Angst. Ich auch. Ist cool, dass du den einen hier einfach mitnimmst. Ja, klar. Das ist so geil. Wenn ich einmal an der Angel hab, den lasse ich nicht wieder los. Oder ich erschieße ihn. Ja. Wir können da durch die Private Bar vielleicht durch. Über diese Leiter dann wieder dahin. Also ich kann jetzt gerade nicht über die Leiter. Oh. Das ist so behindert, dass ich komme mir vor wie ein Cheater. Ja, dann hätten sie den nicht eingebaut. Aber wie gesagt, es geht ja halt eigentlich auch darum, alle Münzen zu sammeln. Und dann bringt mir der hier halt eigentlich gar nichts. Krabb dich mal nach rechts. Wie dich alle sehen. Dich sehen alle. Wir müssen irgendwo nach rechts. Ich schnapp mir einfach den Poker. Ja, oder du. Yippie! Rennen unter uns lang. Ja. Die rennen auch alle durch den Tunnel da, ne? Ja. Das ist das Schlimme. Die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid, wie wir das geplant haben. Ja, ey. So wir müssen einen Maulwurf unter uns haben. Wo müssen wir denn hin, ey? Nach rechts, hier erstmal in die Zuckerpflanze rein. Wieso alle gucken und da ist plötzlich ein Loch in der Wand? Das sieht man ja in die Zimmerpflanze davor. Also das ist ja. Wo finden wir denn jetzt den zweiten Chip? Das ist eine gute Frage. Vielleicht war unten noch was. Was? Wer? Wer war das? Ich glaube, da war in der Mitte im Raum war so ein Alarmding. Achso, da ist der Second Floor, ja. Ich glaube, da müssen wir auch wieder hin. Ja. Okay. Was du alle noch mal. Ich weiß es nicht. War die hier schon ganz links? Ich weiß nicht. Kann man irgendwo auf die Map gucken? Nee, ne? Ja, ich will auch die ganze Zeit scrollen, aber das geht alles nicht. Oh, da kommt einer. Ich verführe den. Wie war da? Kino, Theater, irgendwas. Schnell! Hier ist Street Level. Ja, da kommen wir ja eigentlich her, ne? Ja. Whoa, fuck.
Noch alles gut? Noch alles gut. Hm. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das ist mir jetzt ja ein bisschen... Müssen wir wieder zurück? Haben wir da noch nicht was noch nicht gesehen oder so? Also, du meinst mit zurück vor quasi? Also ja, wieder hoch halt. Ja. Für Opernhaus und... Nee, Was ist denn? Aber da war ja nichts. Oder gucken wir nochmal ins Street Level rein? Ja, gucken wir einfach mal rein. Wir haben auch noch den Untergrund, aber im Untergrund wird nichts sein. Wieso gehst du davon aus? Weil der Untergrund keine Trophäen hat. Ich glaube nicht, dass hier was ist, Jungs. Meinst du nicht? Nee. Komm, wir gucken einfach mal. Im Untergrund oder wo? Ja, wir haben ja keine andere Wahl mehr. Ja. So. Aber da waren wir noch nicht. Ach, das ist das hier. Gut. Steht da ein Typ. Hä? Einfach durchschleichen, das funktioniert alles. Hier, von hier kannst du dich durchgraben, Basti. Immer muss ich graben. Du kannst halt nichts anderes. Hier, ne? So rechts durch, meinst du? Oh, da ist ein Fenster. Ach, nur ja, hier nur nach rechts. Hier so. Also, da ist ein Fenster. So also. Aber da komme ich nicht durch, ne? Hier durch die... Ja, dann grab dich nach oben zum Storage Room oder so. Aber wo führt denn die Leiter wohl hin, die da unten ist? Ja, weiter nach rechts. Ja, da kommt man aber auch nicht rein. Nee. Dann würde ich sagen, kann ich wieder eine Wache bezirzen. Und dann? Ja, dann haben wir eine Wache weniger, um die wir uns kümmern müssen. Es leuchtet ein. War, glaube ich, gar nicht nötig. Nee, einfach nach links, oder? Ach, nee, geht ja nicht. Oh, das ist nicht so gut. Schon. Was? Wer ich weiß nicht, was das gerade war. Ah, sehr gut. Oh, Vorsicht, nicht in die Mitte. Ah! Nein! Okay, ja. Au, au, au. Einer muss da bleiben oder sowas. Ich werde hier gerade erschossen. Halt, die Leiter ist... Fuck. bin ich schon tot? Ich glaube nicht, oder? Ich bin noch nicht tot, das ist ja cool. Ich bin noch nicht tot. Yippie! Ich hab die Leiter getroffen. Fuck. Alter Schwede. Heieiei. Müssen wir nur noch fliehen, ne? Ist das so? Hier drüben wäre ein Fluchtpunkt. Kommt ihr nochmal hier rüber irgendwie? Weil hier wäre gleich Street Level. Ich glaube, da kommen wir dann direkt beim Auto raus. Ansonsten gehen wir nochmal so zurück. Klar. Problem ist direkt, wo du stehst oder was? Hier unten, dort wo ich stehe, genau. Dort, wo wir Alarm ausgelöst haben und so. Da dann einfach, da ist jetzt zwar jemand, aber. So? Ja. Ich, so. Ja, die Tür ist gerade. Okay, mach die Tür auf und dann einfach hier in den Raum rein. Durch die. So, der Schunden. Oh, hier, ich renne nochmal, ich löse nochmal kurz Alarm aus. Super. So, und jetzt ganz gemütlich hier auch wieder Alarm auslösen. Ja. Einfach nach rechts rennen. Schnell aufmachen. Ich hab die rechte Tür. Ja, verdammt. Oh shit. Ja, wir müssen nur oben ran. Verdammt. Perfekt. Okay, wir sind nah an den Autos. Du brauchst dich hier nur durch die Kasse durchzugraben, glaube ich, ne? Huch. Hoppala, wie konnte denn das passieren? Tut mir leid. Hey. Knackst du jetzt die Kasse? Ja, klar. Tatsächlich. Huch. Ups. Ja, Aber kurz alle raus und wieder rein. Ja, ich glaube, wir... Moment. Jetzt. Geh mal weg, du alter Spanner. Kann ich mich rechts rausgraben? Ich glaube, ich kann mich rechts rausgraben, oder? Nee. Ja, das geht auch. Doch klar. Warte mal. Ja, da steht ein Typ vor uns. Ach so.
Der kriegt nichts mehr mit. Tada! Der ist total im Liebesdelirium. Perfekt, wir nehmen den Zack. Gelben Lamborghini. Richtig. Tja, da haben wir doch wieder den Tag gerettet. Auf jeden Fall haben wir zwar nicht unsere Freiheit erlangt, aber wir sind auf einmal was reicher. Haben wir eigentlich, sind wir reicher? Was, ich krieg gar nicht immer mit, was wir alles eigentlich klauen. Ich habe das Gefühl teilweise. Halt. Weißt du, wir haben doch immer so Sporturkunden und andere kriegen halt immer dann Trophäen, Pokale und die klauen wir einfach. Ich dachte immer, wir klauen immer Trinkbecher. Wir brechen dann in die Bank ein und klauen dann da die Trinkbecher. Das erklärt auch, weshalb wir so betrunken waren. Von oder das Toilettenpapier. Toilettenpapier ist aber viel wert. Zumindest, es gibt Situationen, da würden Leute echt viel Geld für Toilettenpapier bezahlen. Das ist doch eine Marktlücke. Du gehst einfach in so eine öffentliche Toilette und klaust da das ganze Toilettenpapier aus dem Klos. Und dann drehst du den... du hängst einfach daneben Automaten direkt an. Neben den Klos hängt dann ein Toilettenautomat. Toilettenpapierautomat. Genau, pro Papier 2 Euro. Genau. Oh, da wird aber dreimal gefaltet dann. Es gibt ja auch die ekelhaften Leute, die es wie in der Armee machen und sich dann einfach nur den Mittelfinger durch das Toilettenpapier schieben. Es gibt da ja auch die alte Weisheit, die sich da nennt, benutze das Klopapier beidseitig und der Erfolg liegt auf der Hand. Ja. Studentenregel, ne? Hausregel. Ja, genau. Sehr schön. Na gut, das war's schon wieder für mit und von, ne? Verrückt, wie die Zeit vergeht. Total verrückt. Verrückt. Das ist schon was, wenn man den ganzen Abend klaut, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Ja. Ja, das ist das Adrenalin. Ah, ich verstehe. Wobei man ja auch sagt, wenn man zu viel Adrenalin hat, dann verlangsamt sich die Zeit. Also dann nimmt man viel mehr auf. Mhm. Ja. Na, das ist so. Können wir ja probieren jetzt in der nächsten Runde. Ja. Ja, dass wir da noch viel mehr aufnehmen, oder was? Nee, dass wir das vielleicht in Zeitlupe spielen. Wir spielen das in Zeitlupe, aber reden in Echtzeit. Sprich, wir müssen ganz schnell reden, damit wir es dann in Zeitlupe. Egal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es wird eine Herausforderung. Tschüss.